Er hat viele Namen. Er, der Erlöser, der Godslayer, die rechnende Hand des Lichts. Wie auch immer man ihn nennt, Adam Warlock ist eines der beeindruckendsten Exemplare der Galaxie. Will Poulter, der Schauspieler, der ihn spielt, musste sich also ganz schön ins Zeug legen. Adam Warlock in Guardians of the Galaxy Volume 3. I look at your face, right? It's a lot, this is a lot. Der Aufbau einer Superheldenfigur ist ein unglaublich zermürbender Prozess. Zuzunehmen und sich in Form zu bringen, ist für jeden harte Arbeit. Vor allem, wenn es bedeutet, einen komödiantischen Schauspieler wie Ryan Reynolds in Deadpool oder die zierliche Natalie Portman in den mächtigen Thor zu verwandeln. Will Poulters Superhelden-Upgrade war keine Ausnahme und der Schauspieler hat sich über die Herausforderungen seiner rigiden Routine geäußert. In einem Interview mit The Independent erzählte Poulter, dass sein ganzes Leben im Wesentlichen aus Training besteht. Und zwar aus einer Menge Arbeit im Fitnessstudio und einer sehr, sehr spezifischen Ernährung. Er erklärte auch, welche Opfer es bedeutet, so viel Zeit mit Training und Essen zu verbringen. Die ganze soziale Seite deines Lebens muss in den Hintergrund rücken. Ich habe eine so starre Routine, dass ich nicht in der Lage bin, mit Freunden essen zu gehen. Es ist klar, dass es bei diesem Prozess ebenso sehr darum geht, was man nicht tun kann, wie darum, was man tut. Wenn man die Zeitachse seiner Beteiligung an Guardians of the Galaxy Volume 3 zusammensetzt, wird klar, dass Poulter keine Zeit verschwendet hat, um mit dem Bulking zu beginnen. Die erste Nachricht, dass Poulter für die Rolle besetzt wurde, kam am 11. Oktober 2021 über Deadline und wurde noch am selben Tag von Regisseur James Gunn bestätigt. Innerhalb von nur 2 Tagen verriet der Schauspieler, dass er sich in Form bringen würde. In einem Interview mit Flip Your Wing am 13. Oktober sagte Poulter, dass er damit begonnen habe, sich körperlich in Warlock zu verwandeln, und das sah man ihm auch an. Poulters Arme waren sichtlich größer als normal, und obwohl er die zusätzlichen Muskeln bescheiden darauf zurückführte, dass er sich während der Pandemie einfach beschäftigen wollte, ist es fast sicher, dass dieser Bizeps ein Produkt seines Trainings war. Da Deadline berichtet, dass Poulter etwa 2 Monate zuvor in die engere Wahl für die Rolle gekommen war, ist es wahrscheinlich, dass er schon trainierte, bevor die Welt überhaupt wusste, dass er die Rolle bekommen hatte. Die meisten von Poulters Antworten, wenn er zu seinem neuen Körperbau befragt wurde, bezogen sich auf Essen statt auf Sport. Er erzählte The Independent, dass seine Trainer ihn auf eine sehr, sehr spezifische Diät gesetzt haben. Er erklärte: Es sind Mengen von Lebensmitteln, die man nicht unbedingt zu sich nehmen möchte. Und manchmal auch nicht genug essen. Ich habe in den letzten Monaten eine Reihe von verschiedenen Diäten durchgemacht. Obwohl er aufgrund der Marvel-Politik, die, wie Poulter es ausdrückte, All Secret Squirrel ist, nicht viel genauer wurde, bestätigte er zumindest, dass er verschiedene Diäten bekam, um Masse aufzubauen, dann Fett abzubauen und dann das Gewicht zu halten. Sein Interview mit GQ verlief ähnlich. Poulter vermied es, Einzelheiten über seine Ernährung zu nennen, brachte aber ein Proteinshake zum 10 Uhr Interview mit, was, wie Reporter Ben Allen bemerkte, Bände spricht. So, like chicken nuggets. I love chicken nuggets. I was on a diet where I probably would have had to take the batter off, like I would have been that person. Wie viele andere hochkarätige Schauspieler ist auch Will Poulter ständig im Einsatz. Daher kamen die meisten Informationen über sein Warlock-Training inmitten von Interviews über die Hulu-Serie Dopesick. Laut Poulter hat er jedoch, als es an der Zeit war, Adam Warlock zu werden, alles andere beiseite gelassen und die Transformation zu seinem Leben gemacht. Er behauptete gegenüber GQ, dass Warlock zu diesem Zeitpunkt seine einzige Beschäftigung war. Dann erzählte er Verity: Es war eigentlich meine Aufgabe, nur zu trainieren und zu essen. Er machte deutlich, dass er sich weitgehend von der Welt abschottete und sich nur darauf konzentrierte, zu trainieren, Kalorien zu konsumieren und Muskelmasse aufzubauen. Für jemanden, dessen Karriere es ihm ermöglicht, mehrere Projekte gleichzeitig zu übernehmen und damit viel Geld zu verdienen, ist sein Engagement, sich nur auf einen Job zu konzentrieren, bewundernswert. Die wohl häufigste Äußerung, die Poulter bei der Diskussion über seine Verwandlung in Adam Warlock gemacht hat, ist die, wie viel Unterstützung er vom Studio bekommen hat und wie dankbar er dafür ist. Jedes Mal, wenn er auf seinen neuen Bizeps angesprochen wird, erwähnt er die finanzielle, physische und mentale Unterstützung, die er von Marvel und seinen Partnern während des gesamten Prozesses erhalten hat. I worked with an amazing team of people who, you know, really took care of kind of my mental health through the process of going through all the physical sort of challenges. Er erzählte US Weekly: Ich wurde unglaublich gut unterstützt und hätte nicht mehr Hilfe bekommen können, was die Ernährung und das Training angeht, das erforderlich war.
Das war der Schlüssel. Das war sicher nichts, was ich alleine gemacht habe. Er erwähnte auch oft seine Trainer und sagte, dass sie seine Workouts kuratiert und seine verschiedenen Diätpläne erstellt haben. Es ist offensichtlich, dass er bei allem, was er tat, mit den besten Trainern zusammenarbeitete, die Marvel bekommen konnte. Was wahrscheinlich bedeutet, dass er die besten Trainer hatte, die man bekommen konnte. Ein bestimmter Aspekt von Poulters Entwicklung zu Adam Warlock hat mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ist mehr in Schlagzeilen erschienen als jeder andere. Seine nachdrückliche Behauptung, dass die psychische Gesundheit bei einem so anstrengenden Unterfangen wichtiger ist als alles andere. Vor allem ein Zitat aus seinem Independent-Interview stand im Mittelpunkt des Medieninteresses. Er sagte: Das Wichtigste ist, dass die geistige und körperliche Gesundheit an erster Stelle steht und die ästhetischen Ziele zweitrangig sind. Sonst fördert man etwas, das ungesund und unrealistisch ist. Dieses Zitat wurde sowohl analysiert als auch gelobt. Aber unabhängig davon, was andere glauben, ist es klar, dass Poulter seine geistige Gesundheit sehr schätzt und den Prozess des Aufbaus eines neuen Körpers auf eine durchdachte, ganzheitliche Weise angegangen ist.